Super schönen guten Tag, liebe Leute. Da sind wir bei Pokémon Soul Silver und Heart Gold Soul Link Challenge. Achso, wir wollten es gleichzeitig sagen. Entschuldigung. Bei mir klang es gleichzeitig. Das nannt es ja gut. Ja, Paul und ich machen eine wunderschöne Soul Link Challenge und Regeln haben wir schon erklärt und sag Bescheid, wenn wir starten können. Ich bin bereit. Ich bin auch bereit, dann let's go. Zack. Randomizer natürlich. Ja. Oh Gott. Wir brauchen keine Infos. Kein Interesse an Informationen. Warum geht bei mir die Intro nochmal los? Ich hab doch gerade die Konfiguration geändert. Hä? Das weiß ich nicht. Also bei mir redet jetzt Professor Eich und der ist voll glücklich. Ja, ich muss nochmal in meine Control-Config. Hä? Ah, hab ich doch gemacht. Warum geht denn das nicht? Jetzt klappt's. Okay, darf ich weiter mit Eich reden? Ah, ich weiß, was das Problem war. Ich war rausgetappt, weil ich OBS gestartet habe. RIP. Okay, ich rede weiter mit Eich. Jetzt bin ich auch bei Dingsbums. Perfekt. No info needed. Ach Gott, ich hoffe, dass ich bald die Textgeschwindigkeit hochstellen kann. Wir werden nicht die Story lesen, macht euch gar keine Hoffnung. Nee, das brauchen wir alles nicht. Geht uns hier nicht um die Story, uns geht es hier nur um Welcome, Professor Oak, blablabla. Schön für dich, dass du so heißt, dass du ganz viel weißt. Wie sieht es mit dem Geschlecht aus? Soll einer Junge, einer Mädchen sein? Ich bin männlich. Okay, dann bin ich wohl das Mädchen heute. Musst du nicht. No, ich bin jetzt ein Mädchen, tut mir leid. Okay. Die muss gar nichts leid tun. Doch, mir tut's wirklich leid, aber das ist so. Ja, du musst doch. Ich kann nichts dafür! So bin ich geboren. Okay. So, ich bin ein Junge. Ich bin natürlich super. Ja. Please tell me your name. Klassiker. Ja. Dein Name ist super. Ja, das ist der. Hast du so Groß- und Kleinschreibung gemacht? Ja. Okay, perfekt, dann mach ich das ab. S klein, U groß, P Paul. Klein und ER groß. Oh Gott, der Anfang. Nein. Ich mach einfach Paul. Hallo. Ja, das ist mein Name. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Gib's mir. Aber die andere Weise. Mit Dreams and Adventures. See you later, Ligator. Ich hab einen Beutel. Cool. Und was ist in deinem Beutel drin? Nichts. Als ob ich irgendwas besitze. Ich bin 10. Warum kann ich meinen Beutel nicht öffnen? Den kriegst du erst von deiner Mutter. Aber ich kann jetzt in die Options gehen und den Textspeed hochstellen. Ja, ich wollte dich gerade schon machen, aber das ging noch nicht. Aber will ich einen anderen Rahmen haben? Ja, ich bin aufgewacht, sorry. Ed, Professor Elm was looking for you. Okay, ich glaube, ich nehme den Standardrahmen, der ist am besten. Hat er es jetzt gesaved? Ich schau mal, ob ich das finde. Oh, hat er nicht gesaved. Confirm. Card. Okay. Textgeschwindigkeit. Oh, shit. So. Ja, setz dich, Mami. Ah, die schwarzen Pixel von Soul Silver. Ich hab sie vermisst. Es kann übrigens sein, dass wir zwischendurch kleine Grafikbugs haben. In dem Fall muss man einfach nur kurz speichern, dann funktioniert wieder alles. Ach, wir haben eine Sache in der Regel vergessen, wie wir unseren Battle-Style machen. Ob man austauschen darf, wenn die Gegner austauschen? Ja, oder ob ja es darf man, würde ich sagen. Man, ne? Okay. So, ein wunderschöner Rahmen noch. Krieg ich jetzt schon meinen Pokémon? Ja, der Hard Gold, das heißt, ich nehme diesen Rahmen hier. Confirm! Ich nehme den normalen Rahmen. Okay, let's go. Ich bin sehr gespannt, was die Starter sein werden, ne? Ich bin so gespannt. Wo bist du? Ich bin bei Linz. Soll ich kurz warten, bis du auch da bist? Ja, bitte. Okay. Mich quatscht gerade Meryl an. So, Meryl. Ja, hallo, Dings. Wer bist du? Wie hieß die nochmal? Ich hab keine Ahnung. Naja, Linda irgendwann werden oder wir so? Ihren Namen verfahren. So, auf ins Laboratorium. Und da steht auch schon der mit den roten Haaren. Ich glaube, ich mache nochmal die Lautstärke ein bisschen höher. Von, okay, ich bin jetzt bei Professor L. Moment. I've been waiting for you. Dann lasst uns unsere Pokémon auswählen. Oh, er kriegt einen Anruf. Ist ganz wichtig im Forschungsgespräch erstmal einen Anruf bekommen. Lalalalalala. Was glaubst du, wird die Challenge schwerer oder einfacher als die Duolog-Challenge? Schwerer. Aber wir haben ja viel dazugelernt, also wird schon. Okay, ich bin bereit, ein Pokémon auszuwählen, du auch? Bei mir war noch gerade der Anruf, warte. Hey, listen. Ich stehe davor. Hey, listen. Hey, Lind. Listen, Linden. Wait, I know. Can we count on you? Ja, jetzt darf ich auch was aussuchen. Okay, ich bin bereit. Okay, 3, 2, 1, Pokémon angucken. Okay. Catch a Pokéball. Oh, Voltilam habe ich. Dratini. Fluffeluff, nein. Blemmen. Oh mein Gott, ein Kindwurm! Und Panflam! Oh mein Gott, Jo, du hast Panflam! Oh mein Gott, ich hätte sogar Panflam! Aber ich habe auch Flamly!
Oh, shit. Warte, was hast du? Panflam, Flamly und? Dratini, aber das kann auf Level 1 nächstes. Deswegen nehme ich das, glaube ich, nicht. Außerdem dauert es ewig, bis sich das entwickelt. Wie ist Panflam das mit Kindwurm? Flamly. Wann entwickelt sich? Kindwurm dauert auch sehr lange, bis sich das entwickelt. Ah, sollte ich Voltilam nehmen? Was war das dritte? Fluffeluff. Oh. Ah, also entweder Kindwurm oder Voltilam. Also Kindwurm ist schon nice und du hast ziemlich früh die Drachenwut, ist halt auch richtig broken. Ich glaube, das wäre tatsächlich wirklich strong, ne? Ja. Ich glaube, ich nehme tatsächlich das Kindwurm, gerade auch, weil ich sehr viele Resistenzen am Anfang habe und es nicht wegsterben wird. Okay, ich nehme Flamly. Go, Kindwurm. Kindwurm und Flamly, alles klar. Botchick, the fire Pokémon type. Yes. So. Ein Nickname geben. Ein Instrument für Kindwurm. Ich habe mir keine Liste aufgemacht. Ich auch nicht, das müssen wir danach machen. Oh Gott, du bist klein und nervig. Du bist eine Klarinette. Ich höre immer wieder von Leuten, dass die Klarinette nervig ist. Kinde, Flamly. Flamly ist Scootaloo. Scootaloo, oh ja, das passt super. Ist es denn weiblich? Das passt gut. Ja, tatsächlich sogar. Nicht Klarinetten. Klarinette. Okay. Passt. Bei mir passt das genau. Du weißt, wie Scootaloo geschrieben wird? Ich hab die Liste hier neben mir, aber ja. Perfekt. Okay, Kindwurm. Bei mir passt es auch. Perfekt. So, ich hoffe natürlich, es kann schon Drachenwut, aber es ist, glaube ich, ein bisschen hochgegriffen. Es kommt ein bisschen später. Wahrscheinlich. Oh, ich schau mir das nochmal an. Level 5. Es kann. Oh, Biss und Raserei. Biss ist tatsächlich sehr stark auf dem Level. Ja, 60er Angriff, der kommt natürlich nach oben. So, und das Wesen ist, Moment. Was haben wir denn hier als Wesen? Ist das hier schon so, dass das rot und blau untermalt wird? Ja. Weil dann habe ich ein, neutrales Wesen. Ich habe Defensive plus Initiative runter. Das ist nicht so gut. Und ich habe Scratch and Growl, yeah. Yeah, ich meine, das ist ein Starter, also. Achso, wir mussten übrigens auf Englisch spielen, weil wir keine Deutschen gefunden haben. Aber ja. Ist, glaube ich, nicht so tragisch. Damals gab es noch einen Deutschen, dass wir Duolog gemacht haben, aber hey. Passt. Hast du auch schon Tränke bekommen? Ich habe gerade die Tränke bekommen und sehe jetzt ein lustiges Meryl rumhüpfen. Oh yeah, ich gehe zu Meryl. Wusstest du, dass das Fang-Tutorial je nach Edition unterschiedlich ist? Also bei Hard Gold ist das irgendwie, also nee, nicht nach Edition, je nachdem welches Geschlecht du auswählst, wenn du das Männchen bist, dauert es deutlich länger. Okay. Weil sie im Gras irgendwie noch rumhüpft und Shit macht. Warte, wo muss ich hin? Ich bin verwirrt. Ach, zu Mama. Du musst erstmal zu Mama. Ach, erstmal das Pokémon zeigen. Mama, guck mal. Ich finde es süß, dass das hinter meinem herläuft. Ja. Das ist so toll hier. Gerade bei einer, Moment, das ist nicht mein Haus. Hier wohne ich gar nicht. Tut mir leid, alter Mann. Ich bin genauso verwirrt wie sie. Achso, die sind jetzt übrigens auch schon verbunden, ne, unsere beiden hier. Ja, das heißt, Kindwurm, pass auf, kratz dich nicht. Das könnte schmerzhaft für Flamly sein. Pokegear. Ich kriege auch ein Pokegear. Hurra! Jetzt können uns fremde Leute anrufen und uns sagen, wie toll ihr Radfratz ist. Ja, ja, ich weiß, wie das funktioniert. Blablabla. Ah, fuck, ich habe Nein gedrückt. Nein! Ich dachte, die sagt auch. Erklärt's einem auch, wenn man auf Ja drückt. Oh, okay. Na dann können wir jetzt, richtig gut ausgelöpft. Dann können wir uns ja schon auf die erste Route begeben, wo wir noch kein Pokémon fangen können, weil wir noch keine Bälle haben. Aber erst hält uns noch der dumme Lind auf. Schön. Wir noch gucken, was hier abgeht. Oh, ich hab voll vergessen, hier ist meine Nummer. Lyra heißt die. Oh, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, wie mein Typ heißt. Ich glaube. Du kannst unten rechts ins Haus gehen, da sagt dir der Papa das. Das ist es mir nicht wert. Ich glaube, das Gras werde ich jetzt hier größtenteils überspringen. Oh, ein wildes Pokémon. Das zählt noch nicht zu meinem Counter. Was gibt es hier denn? Es gibt hier Quaxo! Oh, cool. Jo, ein Quaxo wäre geil. Ich möchte gerne keinem Quaxo begegnen. Oh, du hast recht. Aber es ist bei mir anders als bei dir, wenn alles richtig geklappt hat. Dann wurde ich anders gerinnt. Oh nein! Was denn? Warte mal, ach ja, es zählt ja erst, wenn wir... Ja, du kannst ruhig sterben. Okay, es hat nämlich Abgesang eingesetzt. Das wird fies. Du solltest auf dieser Route sehr vorsichtig sein. Ja, das sollte ich. Aber ich sollte es echt schnell genug töten können, also alles gut. Traumato ist nice. Das ist echt ganz cool. Spielt man so selten. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Stirb schnell. Scratch. Okay.
Crit. Puh. Das war knapper als es hätte sein. Oh, das hat Dose eingesetzt, aber es ging Gott sei Dank daneben. Das Quacksal hat mich fast aufs nächste Level gebracht. Upsi. Also hier kann ich definitiv erstmal gut trainieren. Ah, ein Pokémon nehmen wir hier noch mit. Oh! Luxio! Das ist auch cool. Nice. Wir haben es übrigens so eingestellt, dass es etwas leichter ist, wilde Pokémon zu fangen. Nicht viel, aber genau. Ein bisschen, damit man halt solche entwickelten etwas leichter fangen kann, gerade am Anfang ist das vielleicht sonst genau, nicht so. Genau, wenn man nur Pokéball hat, ist es sonst sehr frustrierend. Ja. Und die guten ein Item? Bandit-Bälle kommen halt erst später. Ich denke immer, dass diese Dicken einem Items geben, weil die in irgendeiner Generation einem richtig, richtig viele Items gegeben haben. Diese Dicken. Oh, Graveler. Ich glaube, gegen Georg möchte ich nicht kämpfen, das tue ich mir nicht ein. Nee, ich glaube auch. Run! So, da... Ach nee, warte mal, was sagt denn dieses kleine Kind? Das sagt hier wahrscheinlich, oh, hier kannst du runterspringen. Ja, genau das. So, das typische, hier guck mal, du kannst springen, wow. Bist du in der nächsten Stadt? Was, ich meine, was, du bist schon in der nächsten Stadt? Ja, ich hatte nur einen Kampf, den anderen habe ich ja gerade geflohen. Ach lol, okay, du bist ein bisschen weiter, sicher, aber das ist in Ordnung. Ich suche hier ja, noch der nach der zeigt mir jetzt Items. Eh nur die Stadt. Was ist denn hier oben rechts? Ist hier ein Aprikokobaum? Nein, es ist nicht. Es ist ein Pokémon. Kannst du eh noch nicht einsammeln, Aprikokos. Ach stimmt, der Beute kommt erst später, ne? Der gute Aprikoko-Beute. Ich hoffe, wir kriegen ein paar Schwerbälle zusammen. Das wäre ziemlich cool. Schwerbälle? Magst du die? Ja, die sind super geil, weil man damit so viele Pokémon gut fangen kann. Ach so, ja, okay. Ich hoffe übrigens, dass dein Flamme nicht stirbt. Ich würde meine Klarinette gerne behalten. Ich passe aufs Scooter auf. Okay, gut. Warte mal, tatsächlich hättest du es erst Sweetie Bell nennen müssen. Dann hätte das, obwohl nein, Sweetie Bell hat ja eh was mit Musik zu tun. Das heißt, jedes meiner Instrumente ist ja gut für sie. Also passt das. Okay, gibt's wirklich viele Luxios. Ist halt wegen den kleinen Flügelchen passend. Oh ja, stimmt! Wegen den kleinen. Oh, das war dann war es ein perfekter Name. Ich bin stolz Danke. Auf dich. Danke. Und ich bin nur so klein und nervig. Das muss. Du wirst mir übrigens bei ein paar Instrumenten wahrscheinlich helfen müssen, weil. Ja, das ist okay. Das ging nicht. Ich mach das Spiel nochmal ein bisschen leiser. Sound. Doch auf 15. Na, auf 14. Komm mal ins Pokémon Center rein, ne? Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen behind. Ach, aber dafür habe ich eine Potion gefunden, die du nicht hast. Die hole ich mir noch. Aber ich habe erstmal meinen Pokémon geheilt. Ich will Turbotreter. Ja, ich auch. Ohne Turbotreter fühlt sich das Game so langsam an. Ja, schon. Aber ich nehme jedes Pokémon hier mit, damit meine Klarinette ein bisschen Level bekommt. Ja, wie gesagt, ich wollte gegen das Georog nicht kämpfen. Ja, Georog ist natürlich für dich auch nicht kein allzu guter Gegner. Hier ist kein Trank. Wo war denn der Trank? Der war ganz oben rechts auf der Route. Oben rechts? Ja. Muss ich da ja nochmal hin zurück? Was muss man generell in der Stadt nochmal machen? Mit dem alten Mann sprechen. Wenn man dann nach oben rausgeht, kommt, glaube ich, ein Trigger. Ah, okay. Ist lange her, oh nein, diesmal hat die Hypnose gewirkt. Oh shit. Ist nervig. Oh, kommen halt auch wirklich viele Encounter gerade. Und das sind nur Luxios! Wirklich nur! Okay. Das eine Quaxo war scheinbar das ganz seltene, was gibt's denn noch? Visor und. Hut, wenn's Nacht ist. Was gibt's denn ja noch? Wenn's Nacht ist? Ja, keine Ahnung. Nochmal heilen. Wegen dem scheiß Schlaf. Wow. Stimmt, du hast ja noch keinen Aufwecker oder sowas. Nee. Ich schau mal, ich glaube, man kann im Markt noch keine Pokéballe kaufen, aber ich schau's. Ich glaube nicht. Ich glaube erst, wenn du das Fang-Tutorial gemacht hast. Ich glaube, hieß auf Deutsch Kalim oder so. Ja, stimmt. Ah ja, hier ist der dicke Mann. Und nach oben kann man nicht, ne? Ich glaube, nach oben passiert was halt. Also wir müssen schon nach oben dann letztendlich. Achso, ja, aber jetzt noch nicht. Ja doch, wir können auch jetzt schon nach oben gehen. Oh mein Gott, ist jetzt links die Stadt oder nach oben? Achso, das meinst du, sorry, links ist die Stadt. Okay. Ich dachte, du warst schon in der Stadt. Nee. Ich bin ja immer noch unterwegs, weil die ganzen Luxios mich abfacken. Was sagst du denn? Kannst du übrigens auch auf Fliegen gehen. Ja, ich meine, Level, ne? Ich will ja schon, dass meine Klarinette... Willst du Challenge oder was? Ja, das ist, Klarinette will Frischfleisch. Ach so, na gut. Du hast schon die Turbotreter, ne? Nein. Auch nicht? Oh doch!
Nein. Wow, good job. Ups. Hallo. Ach ja, der alte Mann, der mich, mich so fast ist. Stimmt, der geht an dir direkt. Ich dachte irgendwie, man kriegt die von Mama. Ich hab's auch eigentlich gespielt, hat gut so Silber. Kann ich mal anmerken, dass der deutsche Name Turbo-Treter so viel geiler ist als Running Shoes? Ja. Turbo-Treter ist einfach so gut. Einfach wegen der Alliteration. Ist so nice. Es klingt halt mega. So, alter Mann, gib mir deine Schuhe. Ach, hier kann man auch lang gehen. Oh, ein Encounter, was wird das sein? Wieder ein Tomato? Ja. Bitte, schläfer mich nicht ein. Also meine erste Route ist richtig nervig. Das Georok, was ich nicht besiegen kann, will. Und das Traumato, was mich immer einschläft. Also ich hoffe ja, dass ich ein Luxio fange. Das wäre mega. Ach, nice, daneben. Also ich hoffe natürlich, dass du auch ein Pokémon fängst. Das wäre sonst nicht so schön. Ja, ja, schaffe ich. Jetzt habe ich die Turbo-Tritte. Also wo war das Pokémon Center? Hier. Es gab keine Bälle, ne? Hast ja nachgeschaut. Nee, gibt's noch nicht. Okay. Und Items wirst du hier wahrscheinlich auch noch nicht finden bei irgendwelchen Hausmenschen. Nee, ich habe alles abgegrast. Ach, perfekt, dann hast du ja das ja gut ausgenutzt, dass du ein bisschen weiter vor mir warst. Ja, jetzt bin ich ja gerade zurück für das Item. Sehr schön, dann gehe ich jetzt nach Hause zu Mami. Oder? Nee, wir müssen jetzt gleich oben raus. Okay. Für Challenge, für damit es weitergeht. Aber ich will mir gerade noch das Item holen. Damit das Fang-Tutorial kommt. Oh nee, da irgendwann ist man. Kommt noch das. I forgot one thing. Hier ist eine Karte. Lieb das von ist ihm. Sehr lieb von dir. Ich muss da nachher mal gucken, auf wann sich Kindwurm entwickelt. Route 30. Ja, dauert. Ich glaube so Level 30 oder so erst tatsächlich. Oh, shit. Ja gut, aber ich glaube gerade für den Anfang ist es einfach besser als Voltilam. Gut, dann rush ich kurz zu Mr. Pokémon oder wer auch immer hier oben war. Krieg ein Ei und gehe dann wieder runter oder irgendwie so war das ja. Genau, dem müssen wir was geben. Nee, wir müssen es abholen, glaube ich. Und die Challenge hat immer noch nicht angefangen offiziell. Ja, nee. Weil wir noch keine Bälle haben. Ah ja, genau. Du warst noch nicht bei Mr. Pokémon, ne? Nee, nee. Ich habe jetzt gerade den Trank geholt und jetzt gehe ich wieder zurück zur Stadt. Okay. Oh, da kriege ich auch gleich die Aprikoko-Box. Hm. Ah. Ja, siehst du mal an. Ach, nicht schon wieder Hypnose. Ach, das ist noch gar nicht Mr. Pokémon, das ist Mr. Aprikoko-Mon. Stimmt, Mr. Pokémon ist ziemlich weit oben. Ah, shit. Das heißt, ich muss noch durch mehr Gras laufen. Ich gehe, oder? Nein. Ah, ich hätte gehen sollen. Was gibt's denn hier für Pokémon? Ich glaube, es macht tatsächlich keinen Unterschied. Oh, ein Weberock hätte ich gerne. Doch, ich glaube, es macht einen Unterschied. Also, ich glaube, wenn man rennt, kommen sie öfter. Es kommt einem nur so vor, weil man schneller, also wenn man mehr Grasbüschel in einer kleineren Zeit durchläuft. Sicher? Ja. Okay. Dann war meine Annahme diesbezüglich die ganzen Jahre lang falsch einfach. Ja, das ist sowas wie, wenn ich ganz oft A drücke, während ich ein Pokémon fange, dann habe ich eine höhere Chance. Ja, dass das nicht stimmt, weiß man ja eigentlich. Man weiß, dass man gedrückt halten muss. Ach so, ja. Runter B. Runter B. Okay, hier ist... Oh Gott, hier ist so viel Gras. Was gibt's hier noch? Weberak, schon wieder. Wie schön. Glaubst du, Weberak wäre gut? Nee. Ich meine, es ist niedlich, aber es ist nicht gut. Hm. Was passiert denn gerade bei dir so? Ich will mal ein bisschen Input hören. So, jetzt kommt der alte Mann, gibt mir auch die Karte. 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 Oh mein Gott. Direkt abgeloadet und mein Pokémon Gear mit Touch Select. Der ist richtig hip, der alte Opa. Der ist richtig hip. Also Running Shoes, hat eine digitale Karte. Er fängt kleine Kinder ab, die ins Dorf wollen. Ja, er ist hip. Hip. Oder so. Ja, ja. Ist das ist, denke ich, hip. Okay, ich bin Mr. jetzt auch bei. Mr. Popoman. Mr. Popoman. Nennen wir ihn Mr. Popoman, das ist ein guter Name. Capricorns. Warte, konnte man in dem Spiel seinen Rivalen benennen? Nee, ne? Doch. Man hat den Ausweis gesehen und deswegen konnte man dann, sagen, wie er heißt. Ah, ist das ein bisschen her. Mein erster Aprikoko, hui! Eine grüne, ne? Grin. Grin. Ich hab hier Professor Eich gesehen, weißt du, was Professor Eich macht? Was denn? Ist am PC. Och. Wie ein echter Gamer. Hier gibt's Glumanda! LOL, das heißt, du könntest... Obwohl, wäre gar nicht mal so gut für dich, ne?
Ja, ich weiß. Aber die ganzen Feuerstarter, holy moly. Also einen Feuerstarter hätte ich auch gerne. Vor allem, dass du Panflam hättest haben können. Ja, ist auch krass. Damn! Für mich ist halt Flamly, das war halt der erste Starter, den ich jemals in einem Pokémon-Spiel gespielt habe. Deswegen musste ich das jetzt nehmen. Und der Name passt auch so perfekt, weil... Ja. Hier Dingens, Gott, wie heißt die letzte Entwicklung? Logo kann ja auch nicht fliegen. Ja. Es ist ziemlich super. Läuft. So, habe ich jetzt endlich alles? Wird das reichen oder hat er mich zu Tode geheult hier? Ach, er hat mich zu Tode geheult. Was ist aber er macht doch die ganze Zeit nur Heuler, ey. Oh Gott. Macht dem Ganzen ein Ende. Oh, jetzt hat er es. Jetzt benutzt er Scratch. Ah ja. Nice. Bei Kaffee. Süß. Ich sehe schon. Das bye ist again das. Next time. Fuck. Level 7. Welches Level bist du eigentlich schon? Ich glaube, mein Kindwurm sollte Level 7 sein. Okay, da bin also ich genau auch wie du. Gestrandet. Und ein Item. Die Luxios haben gute Erfahrungen gebracht. Gegengift. Ich habe das Gefühl, mein Team wird demnächst aus Luxio und Weberak bestehen, weil was anderes taucht hier nicht wirklich auf. Hm, okay, dann habe ich schon mal die beste Auswahl. Mhm, obwohl zwei Feuer-Pokémon ist auch nicht unbedingt. Oh mein Gott, hier gibt es auch noch Chelast. Halleluja, warum sind die so viele Starter? Hier gibt es Seemon. Oh, das ist nice. Oh mein Gott, ich hoffe, ich kriege Seemon. Du bist der Drachentrainer. Ja, wirklich. Ja, der Starter-Trainer, du wirst der Drachentrainer. Ich finde beides ziemlich stark. Ja, ist auf jeden Fall stark. Oh, ich hoffe, ich krieg das Seemon. Der Tackle ging daneben, Chelast. Und Level 8. Komm schon, gib mir die Drachenwut. Schade. Nein, das dauert noch ein bisschen. So, ich würde sagen, wir machen die erste Folge, bis wir unser auf den ersten beiden Routen ein Pokémon gefangen haben, damit hier auch was passiert. Ja, die kann ruhig ein bisschen länger gehen, die erste Folge. Denke schon, denke auch, ja. So, das ist eine Sackgasse, wie schön. Das heißt, wir gehen hier runter und gehen wieder ins Pokémon Center und dann kommt bald der Kampf gegen den Rivalen, glaube ich. Oh oh. Gegen das böse, böse Fluffeluff. Mal gucken, was er hat. Ach nee, warte, stimmt, der könnte ja auch Voltilam haben. Ich weiß gar nicht, ob er tatsächlich jetzt eins von den anderen beiden bekommt oder ob er was random bekommt und das für immer behält. Das werden wir dann sehen. Also ich hoffe, er bekommt Fluffeluff, dann habe ich immer relativ gute Chancen gegen den. Ja. So, noch Nappe Coco. Diesmal Pinnick. Ach, Pinnick. Ach nee, man kämpft jetzt noch gar nicht mit gegen den, oder? Dauert noch ein bisschen, glaube ich. Oh doch, ich kämpfe gegen den. Oh, okay. Okay. Okay, dann sehe ich jetzt mal sehen, was da hat. Was glaubst Carol du? Sein. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, ob er. Ich weiß auch nicht mal, ob er die eins von den beiden hat da. Okay, das ist ziemlich lustig. Er heißt P und schickt Fluffeluff in den Kampf. Ja, Mann. Oh, wirklich? Nice. Nice. Easy. Oh, das heißt, meiner könnte Panflam haben. Das könnte natürlich ein bisschen schwerer werden. Oder Dratini und dann hat er irgendwann Dragoran. Oh. Oh Gott, es kann Gesang. Mm. Oh, das ist ekelhaft. Aber ja, wenn er Dragoran bekommt, wäre es natürlich richtig schwer für dich später. Ich hoffe für dich echt, dass er einen Panflam hat. Ja, wie weiß er, ich erstmal meinen Flamly so angeguckt hat. Oh Mensch, das sieht aber nach einer Rarität aus. Es ist eine Rarität in dieser Region. Ja, könnte man so sagen. Oh, dein Fluffeluff gibt keine Erfahrungspunkte, Pi. Ich hab die Nummer von Oak. Ich hab die Nummer von Oak. Was, warum kennst du so viele berühmte Persönlichkeiten? Ich werde ihn jetzt jeden Tag anrufen. Ich hab nur die Nummer von meiner Mama. Ich hab das auch Oaks Nummer bekommen. Ja, ich weiß. Nein, ich Professor Helm ruft einen ja auch noch an. Ich hab sie abgelehnt. It's a disaster, what should I do? Ich wollte diese Nummer nicht haben. Warte mal, ich ruf mal kurz den Oak an. Ich will wissen, was er sagt, wenn ich ihn jetzt direkt angreife. Oh, geht man danach eigentlich erstmal nach oben oder geht man dann nach vom Dorf aus nach oben oder von der Route aus nach oben? Von der Route aus nach oben geht noch nicht, oder? Weiß ich nicht. So, was sagt der Oak, wenn ich ihn jetzt anrufe? Hello, this is Professor Oak. Oh, hello, Paul. So, how is Pokédex coming along? Ach so, man kann jetzt schon Pokédex evolvieren. Boah, nice. Hast schon drei Pokémon gesehen und davon null gefangen. Wahnsinn. Look for Pokémon in grassy areas. Witzig. Okay. Jetzt zum Ernst der Geschichte hier wieder zurück. Und so. Ein nächster Encounter. Oh, hallo Polizei. Oh mein Gott, hier gibt es auch noch Libeldra. Oh mein Alles Gott, ja gut, klar. Das wird aber schwer zu fangen. Ja, auch mit der kleinen ich glaub, Regel. Ich hier auch mal. Ich glaube, das ist doch nicht besiegen können. Centaur. Libeldra einfach. Ach, das ist Sandgrab. Fuck, ja okay, jetzt kann ich gar nicht mehr skaten. Wie ist denn das mit dem Rivalennamen? Wie wollen wir den denn nennen?
Soll der klassische Bob Bodo wiederkehren? Ja, das war schon legendär. Ach. Ich finde, wir können uns jeweils einen schönen Namen dafür überlegen. Okay, das heißt, ich nenne ihn Zondimo. Zondimo ist ein guter Name. Zondimo? Okay, Zondimo. Ich bin tot. Aber ist ja noch nicht Anfang der Dingsbums, ne? Kind, warum geht's dir nicht gut? Dafür habe ich die komplette Route übersprungen. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Das ist sehr gut. Also ja, nein, Challenge geht noch nicht los. Sonst wäre mein Kind von mir jetzt RIP. Ja. Gott, ich glaube, du musst... Jetzt Pokémon to full health. Also, du musst vielleicht auf der Route wirklich aufpassen mit Libeldra. Ja, Sandgrab ist halt wirklich fies. Ich kann aber nicht mehr weg. Ich hoffe, du fängst dann auf der ersten Route irgendwas, womit du... Ja, vor allem muss ich auf der ersten Route ein bisschen trainieren dann auch. Ja, auf jeden Fall. Sonst wird das Libeldra dich killen. So, jetzt habe ich auch meinen Rivalenkampf. Mal gucken, was er hat. Ich hoffe ja für dich, dass er nicht Dratini hat. What a waste. Vor allem gerade auch, weil es dann früh Drachenwut könnte. Das wäre auch ein Problem. Ah, ja, true. Okay. Ich hoffe für dich, er hat Panflam. Ja, er hat Panflam. Oh, Gott sei Dank. Okay, ich werde mir jetzt wohl gleich mein erstes Pokémon fangen. Und dann mein zweites. Oh, yes. Oder muss ich warten, bis ich das zweite fange, bevor du halt auch eins gefangen hast? Wahrscheinlich. Naja, ne? Ist eigentlich egal, weil wenn ich es verkacke, musst du halt dein Pokémon wegwerfen, aber. Ja, okay. Theoretisch wäre es eigentlich schön, das zusammen zu machen. Ja, okay. Das Fang-Tutorial-Pokémon ist übrigens nicht gerandomized, wie es aussieht. Okay. Das ist immer noch ein Radfratz. Noch eine Katze, dann ist das Panflam besiegt. So, er zeigt mir jetzt, wie man auf Bälle drückt. Ui. Warum kann man eigentlich in so wenigen Generationen das Fang-Tutorial nicht überspringen? Ja, das wäre schon schöner, wenn das öfter geht. Naja. Das Spiel muss ja nicht bei jeder Gelegenheit an die Hand nehmen. Willst du wissen, wer ich werde? Ich werde der allergrößte Pokémon-Trainer. Ach, du bist jetzt erst bei dem Kampf. Ach ja, stimmt, du hast ja gerade den Rivalen besiegt. Ja, dann werde ich in der Zeit das, mein Heimatdorf auschecken. Während du kein Pokémon fängst. Ich bin ja gleich zu Hause. Das Problem ist, ich stehe jetzt schon im Gras drin. Das heißt, ich muss ganz schnell 2 Schritte nach rechts gehen. Okay, Gott sei Dank. Gut, dann komme ich nochmal Mama besuchen, bevor ich mich auf die Reise mache. Das ist immer noch nicht mein Haus, alter Mann. Tut mir leid, dich so oft zu stören. Der Polizist ist auch da. Das ist gut. Das ist gut. Der muss uns helfen. Oh, stimmt, ich kann ja, Mama ja sagen, dass sie Geld für mich horten soll. Sparen soll, ja. Davon kauft sie dich dann auch so Bären und so. Ist die Frage, soll ich das machen? Ich mach's nicht. Ich mach's auch nicht. Ich meine, irgendwann gibt sie einem ganz nette Items, aber... Das ist mein Geld, Mutter, ich bin schon 10, ich kann schon allein mit meinem Geld haushalten. So, jetzt. So, wie heißt denn der Rivale? Das will ich jetzt... Ich will doch gucken, wie mein Kumpel heißt. Das muss sein Vater fragen. Das ist nicht sein Vater, das... Ach... Weißt du, wie wäre es denn mit Trixie? Oh, ach so, hätte ich den dann auch, Nö. Aber ich finde das jetzt gerade passend, weil Trixie ja so eine Art Rivalin ist. Stimmt. Ah, Trixie ist gut. Du musst jetzt kein Musikinstrument nehmen. Ich meine, Sonsimo ist ein sehr bekanntes Instrument. Ja, natürlich. Das kennt man irgendwo her. Bestimmt. Wie geht es dir eigentlich, Kidwurm? Klarinette ist deadly poking at the ground. Nee. Ich rede einfach mit Kind vor, bis du da bist. Ja, mach das. Mystery Egg. Soll ich speeden? Nö. Bei meinem Kind vor macht Spaß, wenn du gleich ein Pokémon fangen wirst. Aber hast du schon? Du meinst das Tutorial? Ja. Also ich warte jetzt hier auf der Route 29, bis du hier bist. Und wir bla, bla 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 bla. Talk to your mom. Muss man mit der Mama reden? Ich glaube nicht. Ich hab's einfach mal gemacht. Ist man nicht. Okay, Fang-Tutorial kommt. Nice. Scheinbar kann man das überspringen. Mit der Mama. Sehr gut. There you are. Catch my Pokémon. Follow me, okay? Show me your moves.
wie sie springt. Ja, das ist das ist anders, wenn du ein Junge bist, dass sie dann halt noch im Gras rumhüpft und so. Oh, was I too fast? Wow. Okay, hallo Radfratz. Wie findest du eigentlich generell, also was ist, würdest du sagen, der beste Anfangsnager? Also als Nagelotz rauskam, fand ich den schon echt witzig. Echt? Nagelotz? Ja, aber Bilica ist natürlich auch so eine Art Meme. Bilica ist legendär. Ja. Aber Raffe ist auch richtig cute, muss ich sagen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, stimmt, der hat mich auch sehr überzeugt. Aber von der Entwicklung her finde ich Visenio, glaube ich, am besten allein, auch von den Memes. Ja, Visenio rennt um die Welt halt, ne? Die muss ich dir mal zeigen, die sind super. Okay. Okay. Ja, sag Bescheid, wenn ich jetzt so Gras gehen kann. Ich will jetzt mein Luxio fangen. Ja, warte. Oder Quaxo oder was auch immer es sein wird. So, Rattata wurde gefangen. Was war bei dir? Auch Radfratz. Okay. So, bin dann gleich bereit. Hab Pokebälle. Perfekt. Bennett, die Challenge hat jetzt gestartet. Es geht los, das heißt, wenn jetzt jemand stirbt, ist ja. Er tot. Oh Gott, das Libeldra macht mir jetzt schon Angst. Okay, ab ein Pokémon fangen! Oh, ich hab den Encounter. Ich auch. Tomato! Es ist das Luxio! Yes! Oh fuck, es ist Level 2, da muss ich aufpassen, meins dass ich nicht töte. Gut, dass ich Raserei habe. Ich probiere einfach direkt einen Pokéball. Ich glaube, das ist ja besser. Nichts riskieren auf der ersten. Ah! Oh mein Gott! Deswegen, nichts riskieren auf der ersten. Kindwurm macht einfach einen Crit und tötet es fast. Puh, okay. Kindwurm, ich weiß deinen... Ich hab's full life geschafft, gefangen. Ich weiß es zu schätzen, dass du dich einsetzen willst, aber das ist dann doch too much. Ja. Puh. Traumato. Ah, ich hab das auch gefangen. Sehr gut. Okay, wie wollen wir das denn nennen? Auch gerade überlegen, was zu Traumato passt. Traumato ist ja... Oh, will Traumato nicht zu Big Mac passen, weil der auch so langsam und so... Ja, vielleicht. Vielleicht. Oder mit den Psychokräften vielleicht Discord? Discord will ich jetzt noch nicht verschwenden. Okay. Auch überlegt, ob ich Prinzessin Luna nehme, wegen dem Schlafen und so, aber... Oh, das würde auch gut passen. Außerdem ist er männlich. Ich nehme Big Macintosh. Du musst bedenken, es gibt nicht allzu viele männliche Charaktere in der Serie. Es gibt hauptsächlich weibliche. Das stimmt wohl. Also, was passt denn zu einer Elektrokatze an Instrumenten? Eine E-Gitarre. Okay, du bist also die E-Gitarre. Oder ein Keyboard. Nein, das ist meine E-Gitarre. Damit kann ich leben. Es ist eine weibliche E-Gitarre. Ich würde vielleicht eventuell schon sagen, dass wir die Folge jetzt schon beenden, damit wir unser Pokémon ein bisschen hochleveln können. Weil die sind ja beide Level 2. Ja, true. Vielleicht, weil die Gitarre wird mit Doppel-T geschrieben, oder? Ja. Nein. Doch, okay. Warte, doch. Mit Doppel-R. Ja. Okay. E-I-T-A-Doppel-R-E. Okay, passt hin, gut. Dann wird dann beim nächsten Mal unsere Pokémon ungefähr auf einem Level sein. Dann können wir uns unser drittes Pokémon fangen. Außerdem hat Paul dann mehr Chancen gegen das böse Libeldra. Ja, ich habe Angst vor dem bösen Libeldra. So, schauen wir uns doch mal E-Gitarre an. Oh ja, das könnte ich auch noch machen. So, du kannst Tackle und... Kack das an. Heuler. Das hier wollte ich. Nee, was ist Lea? Silberblick. Ah, es hat Rivalität. Das ist nicht so gut. Oh. Ich hab Fund und Hypnose und Insomnia und Spezialangriff hoch. Nice. Oh, das ist gut. Bei mir ist Speed hoch, aber Spezialdefensive runter. Aber Speed hoch ist gut. Ja, Spezialdefensive ist bei mir auch runter. Aber Rivalität gefällt mir nicht. Das ist nicht so gut. Dann gehen wir mal aus dem Gras raus. Ich habe gesagt, wir gehen aus dem Gras raus. Aber gut, bekämpfen wir halt noch einen. Es hätte Stolonio gegeben. Oh mein Gott. Stolonio wäre so cool. Ja, das stimmt. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich, aber naja. Ja gut, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt die Folge. Ich besiege noch kurz das Stolonio und... Ja, ich gehe noch kurz zu Mami. Genau, gehen wir noch zu Mami. Werden dann nochmal unsere Pokémon trainieren. Auf Level, keine Ahnung, beides gleiche Level haben so. Damit wir den Start einigermaßen safe überstehen. Yes, yes. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei der Pokémon Soul Link Randomizer Challenge. Soul Link Challenge. Was sagst du dazu, Traumato? Es sagt, your Pokémon stretched out its body and it's relaxing.
Oh, das macht mein Kindwurm auch. Man merkt, dass sie verbunden sind. Warte mal, die sind gar nicht verbunden. Die sind nicht verbunden. Was mit deinem Luxio? Seltsam. Dann okay. Bis dahin. Ciao. Ciao.